Wenn es um die Musik Johann Sebastian Bachs geht, ist er unermüdlich. Der Dirigent Helmut Rilling hat mit seinen Auftritten bereits ein Millionenpublikum für Bachs Werke begeistert. Dass er dafür unter anderem den Herbert von Karajan Musikpreis 2011 verliehen bekommt, freut ihn ganz besonders. Ich fand es sehr schön, dass Herr Mühlich-Zephauser mich als, ich glaube, er nannte es, unermüdlichen Bach-Botschafter bezeichnete. Und das bin ich wirklich mein ganzes Leben gewesen und bin es eigentlich bis heute. Doch das Musizieren allein genügt Helmut Rilling nicht. Er will seine Erfahrungen weitergeben. Viele junge Musiker haben bereits von seinem Wissen profitiert. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, Japan oder China. Diese Musik hat sehr viele Facetten. Sie kann ganz freudig sein, beschwingt, tänzerisch. Aber sie kann auch sehr nachdenklich sein. Und das finde ich etwas ganz Besonderes. Man wird auf Probleme gestoßen, aber Bach zeigt in seiner Musik auch Lösungen dieser Probleme. Sein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro stiftet er drei Institutionen in der Region Stuttgart und den USA für die musikalische Nachwuchsarbeit. Das ist auch im Sinne von Laudator Erwin Teufel. Der ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg kennt Helmut Rilling und seine Arbeit schon seit mehr als 30 Jahren. Indem ich Konzerte besucht habe und hingerissen war von den Gesprächskonzerten. Er hat abschnittweise erklärt und dann wieder Einsatz von Chor und Orchester gemacht. Und er hat mir auf diese Art und Weise Bach erschlossen. Helmut Rilling, Preisträger des Herbert von Karajan Musikpreises 2011. Eine ausgezeichnete Wahl und ein guter Grund zum Feiern.